Ja, liebe Zuschauer, willkommen zur nächsten Folge auf beim HSV Let's Play. Ja, nachdem wir uns gespielt haben gegen Hannover übrigens, nochmal, welche Stimme wir abgeben können. Der kann Hinterseher kann gehen, Bobby Wood kann gehen und Vince Hammer kann vielleicht gehen, dass wir Hanik und Bobby Wood, dass wir Hanik und den anderen von Bochum behalten können. Tabelle angucken. Bobby Wood ist froh. Bobby David ist verkauft. Stefan Ambrosius Stillstand. Passt in Slowenien oder Rumänien. Bobby Woods und Herr sehr freuen sich. Sagen ja, dass ein Wechsel gut wäre. Da ich umgewählt habe, dass ich selber gedacht habe, dass sie wechseln wollen. Oder ja. Willkommen zur Ist, was ich Pressekonferenz. meine. Sind Sie nun bereit Fein. für Ihre Frage? Reaktion ist wichtig. Es kann alles noch passieren. Es ist wie das andere Spiel. Ja, wir spielen jetzt gegen gegen FC St. Pauli übrigens. ST St. Pauli. Wir sind Fünfter und St. Pauli ist nur. Ist auf Platz übrigens. Stuttgart ist übrigens 16. mit 5 Punkten. Krass. Let's go. Was denn? Rausschneiden. Ja, willkommen zum Spiel. St. Pauli gegen Hamburger SV. Es regnet in Hamburg schon wieder. Man kennt es übrigens in Deutschland, dass es so oft regnet, die letzten Tage im Real Life. Sommer richtig trocken, im Winter richtig nass, man kennt es. Es ist warm in Hamburg, also meine Deutschland ist richtig warm. Ja, Entschuldigung, St. Pauli in Milan Tor. Das Hamburg Derby. Spielerin Harren Hunt ist der eine mit den Anspieler von St. Pauli. Erstmal die Hymne anmachen von St. Pauli. Man kennt's. Jatta, Hanik laufen ein. Würde schon sagen. Wo ist nochmal St. Pauli, wenn ich fragen darf? Da ist St. Pauli. So. Jetzt die Aufstellung von St. Pauli übrigens. Flum. Sabota. Zaskugia. Himmelmann im Tor. Kenne ich nicht von dem St. Pauli. Den Spieler kenne ich nicht, Himmelmann. Himmelmann. Kenne ich nicht. Ich bin nicht so zwei Bundesliga informiert wie andere Menschen. Sorry dafür. Ein Mods von mir ist ein Fan, der Feind ist halt ein Bundesliga-Gruß, gehen nicht raus. Ich will jetzt hier keinen Namen erwähnen. Sorry dafür, dass ich das erwähnen muss. Uff. Ein Mod ist von mir, ist ein Verein, der ist ein Zweitliga-Fan. Ein Verein, ist ein Zweitliga. Grüße gehen raus an den. Sorry, ich muss natürlich husten. Was ist das?
Tor St. Pauli! Eins, null. Hamburg passt nicht auf. Rui Fernandes passt nicht auf. Entschuldigung, passt nicht auf. Ein verdientes 1-0. Nervenschuss. Boris Tatschitschner, ein drittes Zweitbundesliga-Tor gegen den HSV. Grüße gehen raus an die Müdigkeit. Tor St. Pauli. St. Pauli zerstört Hamburg. Und ja, die Führung ist von verdient, St. Pauli. Hamburg ist einfach zu offensiv in der Verteidigung, was schon ein bisschen traurig ist. Bruch macht übrigens das Tor, der ja zu Player of the Month August nominiert worden ist. War nix. Elfer für St. Pauli. Ich verstehe jetzt nicht den Grund dafür, jetzt Elfmeter zu geben beim Vorhinein in der 44. 45. Minute plus. Ja, ist für mich eigentlich kein Elfmeter, aber okay. So, Toni Kitte kommt rein für Bakary Jatta. Jatta ist nicht so stark wie im Real Life, leider. Hamburg geht bis jetzt 3-0 unter in St. Pauli. Auf Wiedersehen singen die St. Pauli-Fans gerade. Unbildliche Leistung vom Hamburger Spielvereinigung. Trainer Erik gerade auf. Weiter mal, Sabata, was hat der Bundesliga-Tor? Ja, Olinien gibt es jetzt nicht. Ja. Hamburg 0, Apoli 3. Silber Bruchmann ist im Angriff. Zwei Schüsse, zwei Schuss, Tor, 50% Erfolgsquote gegen St. Pauli. Taschkni, Bruchmann und Bata treffen für St. Pauli nach 45 Minuten.
War die Führung für dann Pauli, FC Pauli gegen Hamburg? Hamburg ist nicht so stark gerade. Ja, das kann ich ja ändern gerade, ja. Anpfiff zu Halbzeit 2. Ja, die St. Pauli-Fans, die sind St. Pauli gerade. Haben muss jetzt langsam hier angreifen. Vier zu null für St. Pauli gegen Hamburg. Schönes Körpertor. Uff. Ja, genau, so war für das für St. Pauli. Uff. Weiß ich nicht. Richtig fette Klatsche. Uff. Richtig fette Klatsche. Hennig Fährmann macht das erste Zweitbundesliga-Tor gegen HSV. Fehlpass. Und hat. St. Pauli macht das 5-0 gegen Hamburg. Hamburg stellt sich gerade mega dumm an. Grüße gehen an mich raus, gerade selber raus. Hashtag Mitleid im Chat. Oder Hashtag Mitleid in den Kommis. Blue macht ein Roma für das Tor. Für St. Pauli. Die machen ein erstes Bundesliga-Tor. Erstes zweites Bundesliga-Tor. Oh. Was ist mit Hamburg los, liebe Zuschauer, gegen St. Pauli? Und da ist fast das 6-0. 6-0. Mache ich auch noch einen Fehlpass von einer Verteidigung. Schande über Hamburg gerade. Schande über mich, bitte. Ich sehe schon kommen. Hey, Kommentare von Hamburger Fans, sehe schon kommen. Christopher Bauchbart macht ein siebtes Zweitbundesliga-Tor gegen den Hamburger SV. 6 und schon, ja. Traurig, traurig Zuschauer hier gerade. Hamburg ist auch nicht so stark gerade übrigens. Ja. Ja, liebe Zuschauer, ich probiere gleich mal was aus. Buchtmann geht mal raus. Da haben die raus. Elfer für Ha Elfer für St. Pauli. Oh mein Gott. Das würde man ja hochbringen, leider hoch, leider das Spiel. WTF. Uff.
Harburg Hells. Der wird zu schauen. Ich probiere jetzt mal ein neues Video mal hochzubringen. Ein Video, zwei Spiele mal hochzubringen. Hochzuladen. Zwei Spiele in ein Video. Können wir reinschreiben, ob ihr schon Videos so findet, mit einem Doppelspiel zu machen. Dann mal reinschreiben, wie es euch so ist. Was so ist, sowas in der Art. Oder ob ihr eher eine Folge sehen wollt zu einem Spiel. Und ihr reinschreiben und den Kommis. Das heißt, das Debakel-Spiel Hamburg kassiert ja deutliche Niederlage gegen HSV, gegen St. Pauli. Mega verdient. Kittel, Mapasas 6-1. Ja, okay. Ist auch gerade. Okay, Boomer. Nochmal. Abschluss für Hamburg. Spieler ist jetzt jetzt vorbei. Hamburg verliert 6-0 gegen St. Pauli. Verdiente Niederlage, also hohe verdiente Niederlage gegen St. Pauli. Ja. Man hat das so gut gespielt wie Dortmund gegen Gladbach. 1979, wo wir jetzt 11-0 verloren haben oder 12-0 verloren haben gegen Danke, Gladbach. dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Das ist keine negative Nachricht, also. Wenn ich schon was loben kann, glaube ich auch direkt, Hey, Trains auf der Tabelle ganz genau. Auf geht's zum Spiel Hamburg gegen Aue. So, wir spielen jetzt gegen Aue. Hanik. Haben wir sich jetzt mal raus aus der Krise schießen nach dem Spiel gegen St. Pauli. Ja. Hamburg gegen Aue. Siebten Spieltag der zweiten Bundesliga. Jetzt sind wir schon vom HSV. Eppolz, Everton, Ex-Nürnberger. Grüße gehen auch in die Megaparade raus. Yajiro, Hanik und Naray. Hatta, brauche ich mal eine Pause. Werde ich vielleicht verkaufen. Er passt irgendwie nicht zu mir. Leider. Hände schütteln der Fans. Der Spieler. Meindl im Tor, der hat auch schon gespielt bei Aue. Kutsch, Breitkreuz, Riese, Hochscheid kenne ich, Testrot kenne ich von Dresden.
zum Pushen. Getrösselt, auf los geht's. Das Spiel ist in Hamburg angepfiffen. Oh, nach einem Tür immer noch 0-0. Passade von mir. Du meinst die Fans von Hamburg gerade, die das Spiel ansehen müssen gegen Dings. Du meinst leid für die Fans. Hamburg wird langsam inaktiv gerade. Edward ist 7. gegen 12. Halt, Aue kann aber noch die Pille drücken. Am 7. Spieltag. Mann. Schlanken müssen. Samson ist stark. Feuer Fernandes. Feuer Fernandes wirft den Ball ins Aus. Einwurf für Aue. Zu Lechner. Kusik. Riese. Abpfiff. Abpfiff in der 2-1. Dresden gegen Regensburg 0-1 und Auswahl. So. An zu Ampfiff. Halbzeit 2. Aue ist zu Gast in Hamburg. Nur noch 0-0. Jetzt nach 46 Minuten sind gespielt. Dudziak. Jairo. Moritz. Jairo. Baumgart. Butschiak. Kein Foul. Regensburg, Dresden. Dresden gegen Regensburg. 1-1. Jairo. Es haben auf Award längst ein Tor verdient gegen Hamburg beim Spiel. Stand immer noch bei 0-0. Warum? Warum läuft. Nee, ja, nicht mit. Die gibt es in der Hand nach. Hand. Hanek. Kittel. Oh. Freistoß für. Hamburg für Abo nach für Hamburg nach 72 Minuten. Bobby Woods kommt mal rein. Panik. Hans. Unverdientes Tor! Hamburg hat 1-0 nach 7 und.
Auf geht's, Hamburg. Auf geht's, Hamburg. Auf geht's, Hamburg. Harnik ist nicht mal so der Harnik wie in den letzten Spielen mit dem Hattrick und Doppelpack gegen Kiel und nochmal nicht gegen Kiel, aber zumindest. Oh, ich pass auf, pass nicht auf gegen Hannover, liebe Zuschauer. Ass 1-1. Und da drauf, wir müssen. Hans geht raus jetzt. Hans, Hamburg, also was das Tor zum 1-1. Jetzt muss Hamburg riskieren, liebe Zuschauer, was jetzt hab ich jetzt mache. Kittel, abseits, Kittel. Oh, früher hätte ich früher passen müssen, Mann. Fuck. Bin jetzt unzufrieden mit dem Ergebnis, liebe Zuschauer. Hamburg gegen Aue. Teilweise unverdientes Ergebnis, wenn man aussieht, dass Aue klar besser ist als wir. Aber wenn man 1-0 führt, wie man den Sieg haben. Pauli gewinnt 4-0 gegen Osnabrück und Dresden spielt 1-1 gegen Regensburg am 7. Spieltag. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. Mein Verdammt, ja. Ich bin unglücklich. Sie waren besser. Ja. Vielen Dank. Zuletzt haben wir wirklich scheiße gespielt. Bollywood kann wechseln. Bitte wechselt auch. Wäre gut, wenn du wechseln würdest. Gasch, Van Gonneman und Harris gehen nach oben. Dreimal A, einmal B, einmal D, sorry, einmal D und einmal F. Ja, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen und ciao. Tja, springen nochmal nach vorne. Jetzt, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen und ciao.